Au, au, au. Opa. Hoffe, man hört mich so gut. Und selbst wenn ich allein bin, ich glaube doch fast, dass wir den Song noch abspielen. Piu. Boom! Hallo! Sehr absurd, weil ich mache diesmal allein einen Podcast. Und die es gemerkt haben, viel Konzept hätte ja nicht. Aber eins ist eigentlich immer klar, dass ich mit jemandem rede. Und jetzt rede ich halt mit mir selber, sozusagen. Der Grund ist ganz einfach. Und zwar habe ich mir vorgenommen, jeden Freitag den Podcast zu releasen. Also nachdem ich irgendwann wieder angefangen habe, nach dem Lockdown. So, nach dem Soft-Lockdown. Und diese Woche konnte ich keinen aufnehmen mit einem Gast. Einerseits viel Ferien, andererseits bei mir auch ein bisschen etwas gesehen. Und ich habe gefunden, ich mache es jetzt trotzdem. Ich nehme jetzt den einen auf. Stay true to your goals, liebe Leute. Ja, um schon mal am Anfang eine kleine Motivationsmessage durchzugeben. Ich habe es mir vorgenommen, ich mache es jetzt einfach. Ohne Bild ist vielleicht auch besser so. So wie ich momentan aussehe. Und auch nicht so lang wie sonst. Also ist mehr einfach, um euch schnell ein kleines Hallo geben und sagen, dass man Hallo auch so hoch kann sagen, wenn ich es gerade gesagt habe. Egal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und der Grund, warum ich keinen Gast habe diese Woche, ist, dass ich eine Operation hinter mir habe. Wahnsinn, oder? Ich habe es ganz kurz angedeutet in der Folge mit dem Marco Fritsche. Die, die mich solo gesehen haben, die wissen das vielleicht, sofern sie dazu gehört haben. Ich habe einen Riss in der Bauchdecke. Zumindest habe ich einen. Jetzt habe ich zwar immer noch einen, aber er ist zugeknallt und hat jetzt noch so einen kleinen Strich. Und das ist ja mittlerweile so Hightech. Mit einem Faden, der sich selber auflöst, mit einem Leim. Das heisst, es ist nicht einmal bandagiert oder was weiß ich, sondern es ist jetzt einfach zu. Ja, also, so ein Riss in der Bauchdecke ist nicht unüblich. Wir hätten oft, gerade Männer haben oft einen Listenbruch, die berühmte Hernie. Und in meinem Fall ist es über dem Bauchnabel. Und das ist jetzt der Dr. Professor Med umgekehrt. Irgendwie so. Ein großartiger Mensch. Der Herr Hoffmann, der hat dort jetzt einen Schnitt gemacht und danach hat er dort innen den Riss in der Decke, ja, wo quasi das ganze Gewebe irgendwie rauskommt. Dort hat er einerseits das Gewebe wieder rein da und dann zugeknallt. So, viel mehr ins Detail wollte ich nicht. Ist aber sehr spannend gewesen und ja, jetzt macht es ein bisschen weh. Aber ist eigentlich bis jetzt alles gut gegangen. An dieser Stelle großes Dankeschön an alle Menschen von der Hirslandenklinik in Münchenstein. Alle sehr nett, alle sehr aufmerksam, zuvorkommend. So aufmerksam, sie haben mir sogar zweimal das gleiche Schmerzmittel gegeben hintereinander. Ich hätte jetzt nicht Nein gesagt. Aber es ist dann doch noch gemerkt worden, leider. Ja, man kann sich nicht immer vollballern. Aber ich habe mich ein bisschen gefreut, Vollnarkose, weil man hört immer so viele Geschichten, wie unglaublich toll sich das anfühlt. Das Problem ist, man ist so schnell weg. So, so ist es etwa. So, der Typ sagt, haben Sie sich einen schönen Traum ausgesucht? Und wahrscheinlich allein mit dieser Frage hätte er die schon. Mit dem hätte er die oft schon. Ah, weil du fährst dann auch nachdenken und das ist wahrscheinlich genau der Moment, wo es dich nimmt. Es ist genauso, wie wenn sie sagen, zählen sie von 10 auf 1 runter. Das siehst du doch immer, wie sie dann so 10, 9, sind sie schon weg. Und bei mir ist es gesehen, was, ich muss mir einen Traum aussuchen. Ja, suchen sie sich einen Traum aus. Ich glaube, in dem Moment bin ich schon weg gewesen. Dabei hört man so viel an, man muss probieren, wach zu bleiben, damit man den Flash richtig hat. Jackson-Style, aber ist ja gut so. Also, Vollnarkose, schnell Bauch aufgeschnitten, schnell wieder zugemacht. Perfekt.
Was habe ich sonst gemacht? Davor bin ich in Amsterdam gesehen. Jetzt werde ich ganz aufmerksam sagen, aber du hast doch am Donnerstag erst ein Bild von Amsterdam gepostet. Wieso hast du denn jetzt schon den Bauch operiert? Ja, jetzt ein kleines Geheimnis für alle drei Podcast-Hörer draußen. Tatsächlich postet mein Social Media, also mein Social Media postet ja sowieso nicht, aber tatsächlich ist nicht jeder Social Media Post genau in dem Moment an dem Tag. Großes Geheimnis gelüftet. Wow, wer hat's gedacht? Bei Social Media ist nicht alles wahr. Oi, 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 oi. Nein, aber ich bin tatsächlich in Amsterdam gesehen bis Mittwoch zu oben. Habe den Zug genommen. Habe gefunden, das ist zumindest für mich und mein Gewissen so, momentan das Einzige, was man machen kann. Mit dem Zug nebenan fahren. Ist auch eine tolle Ausrede übrigens jetzt mit dem Auto auch 20 Meter zu fahren. Ja, zur Sicherheit. Wegen Covid, weißt du. Früher war man Umweltsünder, gewesen, jetzt ist man Lebensretter. Also mit dem Auto den Hund spazieren. Im Auto sitzen, Leinen raus, Hund auf dem Trottoir laufen, du fährst. Nein, ich bin mit dem Zug gegangen. Einerseits, wenn ich keinen Zeitdruck habe, fahre ich wahnsinnig gerne Zug. Und vor allem so ICE, TGV kann sich mal, wirklich. TGV finde ich katastrophal, es tut mir leid. Aber First World Problems. Man sitzt in einem bequemen Sessel, der einen mit 250 Stundenkilometern nebenan bewegt und man sagt, ja, es gefällt mir nicht so. Die Aussicht ist zu wenig, ja, es ist unbequem. Aber wirklich, ICE finde ich der absolute Shit und TGV finde ich auch der absolute Shit, aber in der anderen Richtung. Und ich habe gefunden, irgendwie, das ist doch jetzt noch romantisch, so mit dem Zug nach Amsterdam fahren. 7 Stunden geht das von Basel. Nach Plan. Weil natürlich die Deutsche Bahn. Hat ihrem Ruf alle Ehre gemacht, wieder mal. Sprich, ich weiß nicht genau, warum die Deutsche Bahn sich nicht schon lange umbenannt hat in Erlebnisreisen. So müsste ich es doch nennen. Statt Deutsche Bahn einfach Erlebnisreisen. Weil es passiert immer etwas. Und in dem Fall ist es gesehen, ich am Sonntag am 6 Uhr morgens habe ich den Zug gehabt, 6 Uhr irgendetwas. Und am 7:20 Uhr sind wir mal vom Basel-Badischen Bahnhof abgefahren. Das heisst, wir haben einfach mal eine geschlagene Stunde dort gestanden. Und der Grund ist gesehen, ich finde die Gründe immer sehr geil, muss ich sagen. Diesmal ist es gesehen, wegen Personen auf den Gleisen bei Weil am Rhein. Natürlich verschwätzt sich dann irgendwann der Billettkontrolleur eine halbe Stunde später und sagt irgendwie so einer Familie, die neben so ein Abteil schräg gegenüber gesessen ist von mir, ich darf es ja eigentlich nicht sagen, aber da war einer auf dem Stromkasten und die Polizei hat ihn versucht einzufangen. So, das ist anscheinend der Grund gewesen, warum wir schon mal ein bisschen verspätet losgefahren sind. Gute Stunde, irgendetwas. Und umsteigen müssen hatte ich in Frankfurt. Ich habe jetzt nicht so lange überlegt, ob es Frankfurt ist, sondern ich habe vielmehr lange überlegt, ob ich einen korrekten grammatikalischen Satz gesagt habe. Ich musste in Frankfurt umsteigen. Weil wir aber so viel Verspätung hatten, hat dann der Billettkontrolleur gesagt, ich soll doch in Mannheim umsteigen, um nach Köln fahren. Und dann habe ich mal ein bisschen die Verbindungen angeschaut und gemerkt, dass ich tatsächlich dann in Köln einen langen Layover hatte von knapp 90 Minuten. Und darum habe ich dann meinem guten Freund Jamie Wirtz-Bicky geschrieben, großartiger Stand-Upper aus Deutschland. Und dann haben wir uns zum Kaffee getroffen. Sehr schön gesehen, sehr unterhaltsam. Auch nicht so geplant, darum freudige Überraschung sozusagen, dass das geklappt hat. Und dann bin ich tatsächlich von Köln Richtung Amsterdam gefahren. Das war auch an einem Stück eine Fahrt gewesen, bis dann irgendwann schon in Holland der Zug langsamer wird und anhaltet. Und dann irgendwann heisst, der Zug sei kaputt. Das ist wirklich die Durchsage, meine Damen und Herren. Der Zug ist kaputt. Wir bitten Sie, auszusteigen und mit den Kollegen der holländischen Bahn weiterzufahren. Das heißt, wir sind irgendwann im absoluten Krut,
sind wir in einem anderen Zug, also haben wir auf einen anderen Zug gewartet. Und es ist durch das noch mal ein bisschen länger gegangen. Weil, zeige ich euch jetzt gerade, ich muss das schnell suchen, ich habe es mir aufgeschrieben, wie der Ort geheißen hat. Es war ein Traum. Ich habe nämlich mir schon immer, aber wirklich schon immer gewünscht, dass ich mal in Holland den Ort ein bisschen anschauen kann. Und zwar heisst er, Achtung, Veenendaal de Klomp. Und es war wirklich ein Traum, weil ich schon immer mal in Veenendaal de Klomp sein wollte. Eine kleine Info dazu, natürlich alles mit Gesichtsmaske. Eigentlich null Problem, habe ich ja gewusst im Vorfeld, dass es so wird sein. Nur, ich mit meinen jetzt komischen Spock-Ohren, ich hatte dann tatsächlich irgendwann so leichtes Einschneiden gehabt. Und das ist ein bisschen unangenehm gewesen. Anyway, statt einmal umsteigen und 7 Stunden, mit dreimal umsteigen und 10 Stunden, bin ich dann tatsächlich in Amsterdam angekommen. Und habe dort ein bisschen geschrieben und ist alles wunderbar gewesen. Rückweg hat sogar auch alles geklappt mit der Bahn. Klar, ein bisschen Verspätung da, ein bisschen Verspätung dort, Anschluss müssen rennen. Aber ich finde es eigentlich, es ist ja fast ein Volkssport geworden, dass man immer darüber flucht, wie schlimm es ist. Und eigentlich, eben, wenn man nicht gerade einen mega Zeitdruck hat, finde ich Zugfahren recht geil. Uns hat mich erinnert an meine letzte Zugfahrt in der Schweiz, bevor der heilige Covid gekommen ist. Nämlich, war ich gefunden, ich weiß nicht mehr, was es war, ah doch, offene Bühne, Rampensau in Winterthur. Habe ich gefunden, geil, der Deville hat nicht können, glaube ich, und darum habe ich moderiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und habe ich gefunden, weißt du was? Gönn dir, ich nehme den Zug, dann kann ich dort auch noch ein, zwei Bierchen trinken nach der Show und vielleicht noch in der Bar etwas und ganz gemütlich so. Und habe natürlich Sparticket, alter Schweizer Fuchs natürlich, Sparticket gebucht, wo mich dann schon mal gezwungen hat, noch eine Stunde in Winterthur zu warten, weil die Party hat sich recht schnell aufgelöst und dann habe ich halt so an der Bar noch einen getrunken. Und dann am HB war 8 ab oder so, war der Zug gewesen, 20 ab, noch nichts. Dann habe ich schon gewusst, der fährt nicht mehr. Und das ist dann auch tatsächlich der Fall gewesen. Aber sie haben natürlich nicht wollen, den Zug wechseln, weil das war ja ein riesen Aufwand. Und dann geht es am nächsten Tag nicht mehr auf, wenn dann auf einmal ein anderer Zug wieder muss von dort und dort weiterfahren etc. Nach 20 Minuten haben sie es dann aber trotzdem eingesehen. Dann ist mal durchgekommen, man soll doch jetzt den Zug wechseln. Und dann habe ich mich schon gefreut, wo ich gesehen habe, wer bei diesem Gleis auch noch zum nächsten Zug läuft. Nämlich eine Horde von betrunkenen Aargauern. Weil es natürlich so ein Bummler war, der von Zürich auf Basel über Aargau ladet. Und die sind dort schon wahnsinnig gut drauf gewesen. Und dann gehen wir in einen neuen Zug rein. Und dann ist wirklich absoluter Traum passiert. Nämlich haben die, also irgendein von denen, hat denen Knopf gefunden für die Durchsage und hat nicht nur einmal eine Durchsage gemacht. Und ich, auch gern zum Beweisen, weil mir ja nie jemand glaubt, dass mir so Sachen wirklich passieren, I shit you not, das ist genau so über die Anlage gegangen. Ich drücke das jetzt mal hier ab bei mir. Zuerst kommt die normale, quasi dort Stimme, wo immer etwas durchgibt, nämlich hier. Das Zugteam der SBB begrüßt Sie im Interregio 37 nach Lenzburg, Aarau, Sissach, Liestal, Basel SBB und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Lenzburg. Ja, und jetzt? Jetzt kommt es nochmal. Grüßen Sie recht herzlich im Zug nach Lenzburg. Und nachher nach Sissach. Willkommen bei der verspäteten Fahrt. Seid gegrüßt! Also, abgesehen davon, dass es eine ganz leichte 1930-Touch hat, habe ich das großartig gefunden. Vor allem der Satz, ich begrüße Sie zur verspäteten Fahrt. Ist doch herzig, oder?
Ist sowieso dann auch noch eine sehr amüsante Zugfahrt gesehen. Nochmal eine Durchsage von Ihnen. Ja, Gott, Dami, es ist jetzt hure spät, ich glaube, wie gehen wir jetzt heim? Ja, was will ich noch sagen? Machen Sie gut. Hör auf, das soll blöd lachen, du Schafsäcker. Und der, der mir ein bisschen leid hat, ist der Kontrolleur gesehen, weil ich glaube, es ist sie, dass sie mir überhaupt an das Mikrofon gekommen ist. Aber er hat jetzt alle sehr unterhalten. Und ich sage jetzt einmal so, es ist schon recht spät gewesen für den guten Herr. Im neuen Zug, der hat gar nicht wirklich kontrolliert. Der ist zwar einmal vorbeigekommen, schaut mich Dings schnell an. Ah nein, jetzt bin ich da angeschaut, sondern er sagt einfach nur, wohin müssen Sie? Und ich, Basel. Und er, wird spät. Okay, danke für die Info. Hat ich nicht gedacht, mit 40 Minuten Verspätung mit dem letzten Zug, wo überhaupt noch fährt am Montag oben. Aber kein Problem. Und ich habe sogar eine Aufnahme gefunden, wo man ihn hört schwätzen. Auf dass es korrekt ist, dass man weiß, er hat wirklich so geschwätzt. Achtung. Die Schätzfrage zum Zugverkehr zurzeit mit 42 Minuten Verspätung. Für diese Verspätung und die Unannehmlichkeit bitten wir Sie um Entschuldigung. Ist ja kein Problem, ja. Und ich maß mir nicht an, eine Einschätzung zu geben, was dem Herrn seine sexuellen Vorlieben sind. Aber, nachdem er schon mein Ticket nicht kontrolliert hat, ist er etwa 20 Minuten später noch mal vorbeigelaufen und hat mich so angeschaut von der Seite und hat gesagt, sind Sie noch wach? Und eben, ich will nicht behaupten, zu wissen, was dem Mensch so gefällt oder nicht. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn ich meine Karte richtig gespielt habe an dem oben, dann könnte ich wahrscheinlich heute noch bei dem in Mulhouse oder Saint-Louis oder Colmar im Bett aufwachen. Oh shit. Hauptsache, ich habe mich zum Lachen gebracht, weil das macht mega weh. Wahrscheinlich hätte ich den ganzen Lockdown bei dem können verbringen. Nein, er ist wirklich. Ich tue ihm unrecht. Er ist sehr nett gesehen, sehr bemüht, vor allem, für das eben noch alles verspätet war und was weiß ich. So, das wollte ich euch erzählen. Die gute Zugfahrt. Was noch? Nur noch schnell zwei, drei Updates. Wer bis jetzt denn noch los? Sorry, hätte es auch verdient, das zu hören. Nämlich, hey, ich tritt auf den Herbst. Kommt vorbei, bitte. Kaufe Tickets, sonst schwierig. Nein, ernsthaft, zwei, drei Auftritte wieder gehabt, unter anderem am Riechen Humorfestival. Kurzfristig ins Leben gerufen von meinem Tourbooker, von Dani Bieler, der großartige Sachen auf die Beine gestellt hat in Riechen, Gemeinde von Basel. Und am einen oben Oropax gespielt, am anderen oben haben wir einen Mixed-Show gemacht mit dem Rob Spence, Nico Arn und mir. Hat wirklich sehr, sehr viel Spass gemacht. Vor allem, weil, das ist eigentlich so die schönste Erkenntnis an dem Ganzen, dass die Menschen, die gekommen sind, und das sind immerhin so 130 Proben, 140, je nachdem, die haben so etwas von Bock gehabt und die haben so etwas von Stimmung gemacht. Also das ist wirklich fast unvergleichlich so etwas. An einem heißen Sommer oben, dass Menschen in einem Raum sitzen, um gemeinsam lachen und gemeinsam erleben. Das sind so die schönen Seiten an dem Ganzen. Und hat mich wirklich auch sehr gefreut. Und wir haben mittlerweile auch zwei, drei kleine Updates von anderen Locations. Also gerade eben zum Beispiel zu Basel werde ich sicher meine Woche spielen. Meine Premierenwoche, 13. bis 17. Oktober, mit dem neuen Programm Standoff. Der Cenk macht Support. Wir sind beide sehr, sehr, sehr happy, dass wir können spielen können. Natürlich, sofern bis dann alles noch so ist, wie es jetzt gerade ist. Und wir keine Auflagen verletzen. So, das ist ganz wichtig.
Aber auch wichtig zu sagen, wenn wir dürfen und wenn wir können, dann spielen wir auch sicher. Also ich bin nicht einer von denen, der jetzt findet, nutzen wir das doch gerade, zum sagen, nein. Im Gegenteil, so ein Bock zu spielen, freue mich auch sehr. Von den Tryouts habe ich bis jetzt auch noch nichts anderes gehört. Also momentan alles, was so auf meiner Webseite steht, ist auch geplant, dass es so stattfindet. Natürlich, sofern der heilige Covid es erlaubt, aber sieht eigentlich danach aus. Das heisst, wir würden anfangen am 16. September, erstes Tryout in Frauenfeld. Das wäre sensationell, wenn das klappen würde. Dann 18. Bühne in Marbach, macht auch extrem Spass. Dann Olten, die legendäre Stadtmixbar. Dort den Sommer auch schon gespielt, wieder an einem Open Mic. Super Location, macht immer sehr viel Spass. Und dann war noch am 8. Oktober in Rorschach war das letzte Tryout, das dann schon mit dem Cenk, davor tue ich allein, wirklich halt ausprobieren. Und dann 13. bis 17. zu Basel, danach in Zürich und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich alles immer noch nach Plan. Auch Deutschland sieht nicht schlecht aus. In 2 Wochen sollte ich in München spielen. Ist auch immer noch geplant. Der Quatsch Comedy Club ist dort frisch aufgegangen und hat gefunden, auch wenn jetzt die Krise gerade gesehen ist, 50 Leute dürfen rein. Und das machen sie. Schön mit Abstand. Sieht auch noch geil aus, muss ich sagen. Und etwas Gleiches in Berlin. Das war dann Ende September, 24. bis 26. Warum erzähle ich das überhaupt? Weil, lustigerweise, sehr, sehr oft, wenn ich in Deutschland spiele, hat es immer Schweizer im Publikum. Immer. Immer irgendjemand, der sagt, ah, wir sind eh gerade per Zufall da gesehen, haben wir geschaut, was so läuft, und dann sind wir noch die Show geschaut. Also, passiert immer wieder mal. Sonst ganz viele tolle Sachen. Es gibt viele Mixed-Shows im Herbst, die so stattfinden wie geplant. Natürlich wieder Comedy im Balz, Comedy im Parterre. Balz ist Basel, Parterre ist Luzern, St. Gallen Kugel. Dann neu im Galvanik in Zug. Im LWB in Baden, sorry schnell. Im OC in Langenthal. Tolle Lineups, tolle Leute, auch aus Deutschland zum Beispiel, die wir angekriegt haben, dass sie können spielen können. Also alles sehr lohnenswert. Wenn ihr Bock habt, wieder mal rauszugehen, gemeinsam zu lachen, ich empfehle es euch sehr und würde mich sehr freuen, wenn ihr an eine Show von mir würdet kommen. An der Stelle jetzt wirklich genug gelabert. Ich danke allen, die immer den Podcast hören und schauen und lesen, kann man nicht viel. Aber wirklich, es freut mich wahnsinnig. Es macht auch extrem Spass, von euch zu lesen, weil das kann man wieder. Ihr könnt mir schreiben, ich kriege viele Nachrichten auf Instagram etc. Und probiere die auch immer zu beantworten. Und wirklich, macht sehr Spass und freut, wenn man merkt, dass tatsächlich auch etwas Anklang findet, sozusagen. Wenn es euch gefällt, abonnieren auf YouTube, auf Apple kann man ein Feedback geben. 5 Sterne wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Etwas nett schreiben, abonnieren, downloaden etc. Hilft alles. Und das war's gesehen. Kurze Sache heute. 30, ja, nicht ganz. Und nächste Woche gibt es wieder normal. Viel gut Podcast. Immer am Freitag. Ich probiere das zu durchziehen. Stay true to your goals, people. You can do it. Und ja, alles Liebe. Bleibt gesund. Ich weiß nicht, wie aufhören. Tschüss. Bye, bye. I'm not afraid of